Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wir sind jetzt beim ersten Turm angekommen. Gardes? Ist es Gardes? Ich wusste, ihr würdet kommen. Gardes? Warum? Dank Erems Eintreffen auf dieser Insel wurden meine Kräfte erneuert. Herr Erem ist eine Höllenfürstin? Ja, Amon Erem Daos. Für uns ist die Zeit gekommen, die Welt zu beherrschen. Na, das ist ja lächerlich, Alter. Das werden wir nie zulassen. Let's fight! Moment, ich muss mein Mikrofon einmal... Mann, was ist denn hier? Mikrofon einmal ein bisschen richten. So, ich denke, das geht. Fighten wir heute gegen Gardes. Okay. Dürfte Donnerschrei klingt ziemlich interessant. Und wir machen Abaddon. Dum, 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 dum. Na, 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 na. Lasst uns diesen Gardes besiegen. 785 Damage. Alter, das ist herrlich. Oh, war das ein schönes Damage. Eieiei. Ich habe das Gefühl, mein Mikrofon ist halt einfach rechts. Bisschen komisch gerade. Ich muss das. Moment. Das ist doch nicht gerade. So vielleicht? Keine Ahnung. So. Jetzt dürfte okay sein. Dim, dim, dim. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Damage alle gemacht haben. Weil ich mein Mikrofon gerichtet habe. Damn. Egal. Aber dann macht auf jeden Fall schön viel Damage. Das ist super. Das ist wunderbar. Dim, dim, dim. Sela macht eigentlich an sich auch gar nicht mal so schlechten Damage. Muss ich sagen. Ja. Ich glaube, wir machen mit Gaiman Ninja gleich. Mal sehen, wie viel Damage das machen wird. Ninja. Was macht Donner? Achso, Donner. Oh, cool. Ich dachte, ja gut, ich habe irgendwie erwartet, dass Ringe halt die ganze Zeit nur so eine Kackangriffe machen. Also, beziehungsweise so Abwehr erhöhen, Initiative erhöhen und so weiter. Aber, Intelligenz erhöhen und so weiter, aber... Stimmt ja gar nicht. Dim, dim. Ja, okay, das Damage ging eigentlich. Ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet von Gardes, aber okay. Na, 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 dim. Ja, Ninja geht. Das war jetzt nicht so atemberaubend, wie ich es jetzt erwartet habe, muss ich sagen. Machen wir mal einen Stärker. Einfach mal so. Und wieder ein Abaddon. Dim, 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 dim. Abaddon zieht voll durch. Na, 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 na. Es ist unser stärkster Angriff irgendwie, ne? Naja, es ist ja auch, er ist ja auch echt ziemlich gut und effektiv gegen Gardes. Und wir müssen, genau, nachdem wir den Turm hier fertig gemacht haben, gehen wir nochmal zurück in, ich glaube, das war ganz am Anfang, die zweite Höhle, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht genau. Und holen uns da noch das letzte Drachenei, glaube ich, wenn es das da gibt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall können wir uns dann halt alle Früchte holen. Und ich will halt unbedingt hier Haru fertig entwickelt haben. Und ja. Zack. Nice. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich Artis MP mal auffüllen. Ich kann auch gleich mal einen Amokwüter machen. Mal sehen, wie viel Damage das drückt. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Ah, okay. Hat sich erledigt. Nice, Gardes ist besiegt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und da kann man bei der Dings... Ich weiß gar nicht, ob man da... Oh, schön. 50. 50.000 vor beidem. Denkt nicht, dass ihr schon gesiegt habt. Erem kann unsere Kräfte jederzeit erneuern. Okay. Doki. Na, das scheint es einen Höllenfürsten zu geben, der uns sehr schwer zu schaffen macht. Unsere wirklichen Gegner sind Erem und Daos. Sie befinden sich auf der Todesinsel. Wir kommen wegen der starken Turbulenzen nicht näher an die Todesinsel ran. Wir müssen doch etwas gegen diese Turbulenz unternehmen können. Na, bist du sicher? Doki,
Wenn du das Siegel der Höllenfürsten brechen kannst, hätten wir eine Chance. Ja, haben diese Turbulenzen etwas mit dem Siegel zu tun? Stell dich davor, bitte. Nein, hier drin befindet sich die Götterrüstung. Okay. Und doch nicht, doch kein Schild oder Helm. Dieses Geräusch. Das Siegel bricht. Okay. Götterrüstung erhalten. Ja, Mann, nice. Nice, nice. Mit diesem Geräusch wird alles gut. Na, was meinst du damit? Solange ich hier stehe, wird das Geräusch bleiben. Wenn in den drei Türmen die drei Platten ein Geräusch von sich geben, dann... Na, was passiert dann? Dann wird das Geräusch aus den Platten die Kraft entwickeln, um die Turbulenzen hinwegzufegen. Aber wenn du das tust, könntest du... Wird schon nichts passieren. Außerdem will ich euch helfen, Daos zu besiegen. Geht jetzt und besiegt Daos. Das werden wir tun. Okay, Zauber. Nein, erstmal... Rüstung! Eine Götterrobe haben wir auch. Achso, ja, stimmt. Götterrüstung. Das macht die Stats alle ein bisschen runter, wegen dem Magiepanzer, aber... Es ist halt... Die Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht, füllt die KP und MP vollständig auf. Das ist halt einfach mega OP. Es ist einfach so mega, mega OP. Das ist so krass. Einmal wieder eine Flucht sehen an. Dann wollen wir einmal hier rein. Ins Inn. Einmal heilen. Yeah. Okay, dann einmal nochmal in den Shop, denn wir hatten ja noch ein paar Items zu kaufen. Für Doki jetzt nichts. Aber ja, eine Waffe hatten wir auch schon, genau. Zucker und Kutte, genau. Die wollte ich noch Guy kaufen. Doki braucht die ja nicht. Obwohl die noch besser ist als die Götterrüstung so an sich. Also von der Rüstungswerten her. Machen wir mal. Das beides kaufen wir noch einmal. Vielleicht hätte ich das Arti gar nicht kaufen sollen. Das Zirkon-Band war das, ne? Genau, scheiße. Zirkon-Kralle kriegt er auch nicht. Das haut den magischen Angriff total runter. Das ist total nicht cool. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall, genau. Wollte ich jetzt einmal fliegen. Achso, ja. Zack. Wir können ja nochmal erstmal ein bisschen die Welt erkunden. Was war hier? Hier war das Dings. Was war das hier nochmal? Achso, das war... Irgendwas relativ Uninteressantes. Hier ist unsere Heimatstadt, genau. Können wir hier eigentlich irgendwie tauchen oder so? Was, also gibt es hier irgendwie was Interessantes zu sehen? Ich glaube nicht, ne? Sieht eher nicht so aus. Okay, Moment. Ja, tauchen müssen wir auch nochmal eine Zeit lang. Hier wollte ich rein erstmal, glaube ich. Ist hier noch unten was? Nein, okay. Und ich glaube, hier drin war das. Das, was ich... Nee, hier drin war das nicht. Hier drin war das nicht. Das war dann in dem Keller von dem von der Burg, glaube ich. Von der einen. Da war Fumi, genau. War das hier drin vielleicht? Ne, hier drin war genau diese Höhle. Die habe ich auch nicht gesucht. Es muss hier drin sein. In dem Schloss Lunaria. Hier war doch der Keller und da war doch einmal eine Stelle. Mit dem Enterhaken. Um da mit dem Enterhaken rüberzukommen. Nur da haben wir den Enterhaken leider noch nicht besessen. Mal raus bitte, genau. Und jetzt hier rein. Wenn das hier war, ich hoffe, das war hier. Ich hoffe, ich verpeile das gerade nicht. Aber das dürfte hier gewesen sein. Das dürfte auch relativ am Anfang sein. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, ja, es dürfte hier. Genau. Gleich hier sogar. Bin ich der Meinung. Ja, hier drüben. Hier drüben. Hier, genau. Und hier dürfte ein Drachenei drin sein. Das dürfte dann unser letztes Drachenei sein. Nein, Wasserjuwel. Scheiße, wo ist das letzte Drachenei? Oder haben wir alle... Nein, wir haben keine... Wir haben 7 Stück, glaube ich, oder nicht? Dracheneier... 6 Stück sogar... Oh, nein! Damn! Ja, ich weiß leider nicht mehr, wo wir überall noch nicht waren.
Das ist halt so mein Problem. Nee, Selan behält das Hades-Juwel. Definitiv, Alter. Das ist einfach so mega OP für Selan. Ich könnte auch alles Damage-mäßige Doki geben und Gai und alles... alles Damage-mäßige Doki, alles Verteidigungsmäßige Gai, Bewegung Selan und Arti dem Damage. Dem magischen Schaden. Das ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Plan. Ich glaube, das mache ich später. Ich habe ja gesagt, wir rüsten einmal noch später alle komplett aus. So, ich weiß auch leider nicht mehr. Hier mussten wir auch nicht mehr hin, ne? Nee. Hier war das kaputte Dings. Hier oben war auch nichts mehr. So, dann sind wir hier lang gegangen, ne? Hier ist auch nichts. Ich gucke jetzt erstmal über Wasser. Und verfolge halt den Weg, den wir sonst auch immer gegangen sind. Normal zu Fuß. Da war diese Insel von... Genau, mit dem Dings. Meda. Weiß den Namen nicht mehr. Ahnhöhle. Mit der Ahnhöhle, genau. Hier war so ein Turm. Da oben war auch nichts Interessantes, glaube ich. Zumindest hier bei Luft halt nicht. Hier war das Schloss. Mit dem Motor. Hier ist nichts. Oder kann man hier... Nein. Hier ist nichts, okay. Mhm. Ich will halt jetzt erstmal ein paar Items finden. Ich könnte mir auch mal die Weltkarte per Google angucken. Ich glaube, das mache ich mal eben. Ich suche mir einmal kurz die Karte von Dings raus, weil das ist echt unübersichtlich. Okay, dann müssen wir das doch alles... Ups. Alles selber nochmal suchen. Okay, dann starten wir, würde ich sagen, an unserem Heimatort. Genau. So. Runter bitte. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr vorzuspulen, aber ja, alles, was unter Wasser ist, würde ich sagen, spule ich doch schon vor, weil das halt einfach echt ätzend ist, diesen Weg so normal zu schwimmen. Weil du bist einfach echt arschlangsam, ne? Müsst ihr zugeben. Was ist hier? Okay, nichts unbedingt Wichtiges zu sehen. Hier ist ein Eingang. Okay, Moment, waren wir hier schon mal? Höhle nach Baleara. Ach, Unterwasserhöhle Baleara. Ja, hier waren wir schon. Warte, hier kommen wir. In den Rachetempel, genau. Hier kommen wir. Ah, okay. Okay, hier kamen wir in den Rachetempel. Okay. Ja, da war der Eingang. Zu dem... Ja, Unterwasserhöhle von Chada, genau. Was war hier? Ach, da kamen wir... Genau, da kamen wir zu dieser nächsten Stadt. Beziehungsweise zum Lufia-Schwert. Es gab noch irgendwo eine Höhle, wo man ganz viele Früchte gefunden hat. Beziehungsweise drei Früchte, glaube ich, hat man gefunden. Diese Höhle würde ich jetzt sehr, sehr gerne wiederfinden, muss ich sagen. Genau, hier sind wir hier. So, hier kommen wir wohin? Wo sind wir hier? Ach so, hier wurde... Ach genau, hier ist das Dorf. Okay. Da ist diese Dreiecksinsel. Was haben wir hier? Oh, hier sind wir hier wieder. Okay, ist hier irgendwas unter Wasser? Nee, ne? Da ist was, okay. Ich hab's gesehen. Hier will ich einmal bitte runtertauchen. Und rein. War das hier? Oh, okay, ich glaube, hier war das. Oder? Ist das hier? Da ist ein Strudel. Ich geh mal in den Strudel hier. Höhle. Ah, genau. Hier finden wir Wunderfrucht. Okay, die brauchen wir leider nicht. Die brauchen wir... Genau, doch. An sich schon, aber... Die brauchen wir halt für Fumi. Was ist hier? Ah, noch ein Kapselmonster. Schön. Panzerfisch schließt sich an. Geil. Cool. Das freut mich. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Ah, ich würde keinen Namen geben. Dulan ist okay. Ah, ich hätte die Dolly nennen können. So, passt zu Dulan. Irgendwie, weiß ich nicht. Dulan, Dulli.
Passt ganz gut. Schon noch eine Wunderfrucht. Was ist denn mit den Wunderfrüchten? Warum? Ich will keine Wunderfrucht. Ich brauche eine verdammte Frucht für Haru. Lass mir so, sag mir bitte, hier ist noch irgendwo ein Strudel. Echt nicht? Warte mal, was? Ja, das ist der Strudel, von dem wir kamen. Das ist der Strudel. Das ist der. Oh Mann. Ich weiß halt auch nicht. Warte mal. Ich weiß halt nicht, welche Früchte wer braucht. Das ist halt auch gerade mein Problem so ein bisschen. Ich weiß halt, dass Fumi die Donnerfrucht braucht. Und ich glaube, wen haben wir? Ich glaube, Draki. Nee, Dragon. Ich weiß es nicht genau. Haben wir, auf jeden Fall der Hund. Hier sind wir. Ja, hier sind wir in Groberia, genau, hier müssen wir nicht mehr hin. Zumindest jetzt nicht. Ich will die Ahnenhöhle später auf. Also ich mache sie wahrscheinlich auf Screen halt auch mal ein bisschen. Weil ich halt da echt Bock drauf hab. Hier sind wir wieder hier, genau. Da sind wir wieder in der Anfangsstadt. Hier ist auch kein Eingang mehr. Oder ist hier. Nee. Shit, ich will halt echt. Ansonsten, wie gesagt, ansonsten nutze ich echt Google, um die Fundorte der Früchte zumindest zu finden. Und ich glaube. Was ist hier? Ach, Baleara, okay. Ja gut, wartet mal eben. Wartet mal eben. Okay, Moment. Ich weiß nicht, welche ganzen Dracheneier wir schon geholt haben. Geholt haben. Wo ist Warp? Ach, da ist Warp. Auf jeden Fall, in der Höhle nach Tarika ist eine. Oder ist ein Drachenei. Das werden wir uns jetzt snacken. Das Kellergeschoss der Lunaria haben wir auf jeden Fall schon geholt, genau. So, ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie. Ne, von da kommen wir, ne? Genau, von da kommen wir. Höhle nach Lunaria. Das hatten wir auf jeden Fall geholt. Okay. Ja, doch, hier können wir noch hin. Genau, hier war noch was. Ich wusste doch, eine Sache war es mit dem Enterhaken. Ich wusste es. Shit. Überraschungsangriff, nein! Wir werden das nicht überleben. Das war jetzt hier rechts lang, ne? Ach komm. Ah. Doofe Motten. Nein. So. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr vorspulen, aber sowas kommt, Leute. Euer Ernst? Okay, genau. Hier rüber und hier war dann ein Drachenei. Okay. Nachdem die Brücke repariert wurde von der Tochter des Brückenbauers in Minias. Ich glaube, das haben wir auch nicht geholt. Minias. Minias. Von der Tochter des Brückenbauers. Das war, hey, Marc ist ja glücklich. Ist der hier vielleicht? Nee, hier nicht. Ja, das haben wir definitiv nicht geholt. Von der Tochter des Brückenbauers. Wir haben meinem Vater geholfen, ich weiß, ich danke euch. Hä? Ah! Vielen Dank für eure Hilfe. Fühlt euch wie zu Hause. Vielen Dank, ich habe etwas für euch. Willst du uns das wirklich geben? Ja. Ich werde es gut aufbewahren. Nice, okay, cool. Okay, cool. Das ist super. Okay, dann haben wir jetzt alle 8 Dracheneier. Okay, jetzt muss ich noch die Höhle, beziehungsweise den Ort wiederfinden, an dem wir die einlösen konnten. Hier war es nicht. Das war hier unten, oder? Hier war es. Hier dürfte es gewesen sein. Genau, Drachentempel. Dann machen wir uns jetzt, holen wir uns jetzt alle Dracheneier. Ich sehe, du hast alle Dracheneier gefunden. Hier, du hast einen Wunsch. Auswahl an Tränken, Früchten, Antikschild, Auswahl an Ring. Ja, Früchte. Deine Wahl getroffen. Früchte erhalten. Ich muss einmal kurz, Moment, mein OBS-Fenster wieder hier hinziehen. Danke, dann packe ich das mal hier rüber. Zack. Yo. Nice, okay, dann haben wir jetzt alle Früchte, ne? Sortieren.
Ja, 20 von jeder Frucht. Okay. Kapsel. Futter. Welche Frucht möchtest du? Ich glaube, du willst die Götterfrucht, oder? Nein, Nachtfrucht. Sternfrucht? Wunderfrucht war definitiv nicht Feuerfrucht. Genau. Die Sonnenfrucht war es, um Haru weiterzuentwickeln. Schön. Schön, schön, komm. Okay, du siehst ja fast sexy aus, muss ich ja sagen. Okay. Ah, okay, endlich konnte ich... Okay, ich konnte gerade die ganze Zeit nicht bewegen. Ich dachte gerade, hä? Hey, hey. Courage-Ring, den haben wir sogar. Hey, hey. Bitteschön, Xavier. Du entwickelst dich jetzt zu einem riesigen grauen Blob, war das, glaube ich, ne? Oder Waschlappen? Oder war es ein riesiger grauer? Ich glaube schon. Ja, erst weiß, dann blau, dann pink und dann grau. Und du wolltest einen Wunderring, ne? Genau. Ich glaube, du wolltest einen Wunderring. Wunderfrucht. Genau, du wolltest eine Wunderfrucht. Nice. Okay. So, und es gibt einen Trick, um die Kapselmonster zu entwickeln. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Stadt das war. War das in Durineo? Nee. Was ist in Triester für eine Stadt? Triester. Okay, aber hier war es auch nicht, glaube ich. Nee, hier war es nicht. Hier war es definitiv nicht. Welcher Stadt waren das? Wenn ich das noch wüsste, ey. Wenn ich das noch wüsste. Minias auch nicht. Alea, Gruberia, Narcissus, Kumarbi. Schicksalsinsel könnte sein, dass es da war. Hier können wir auch alle unsere Items nochmal kaufen. Ja, hier oben. Schön, denn hier können wir... Was bei ihm? Hallo River, wie kann ich euch helfen? Ja, hier können wir uns Apfelsaft kaufen. Wir können jetzt einfach mal halt so viel Apfelsaft kaufen, wie wir wollen. Also wie viel, wie wir Geld haben. Das heißt 72 mal. Schön. So, und jetzt können wir mit dem Apfelsaft, ich glaube, bis Level 3 unsere Kapselmonster leveln. Und das mache ich jetzt. Ich glaube, also ich denke mal, ja, ich mache das mit Vorspulen. Das Positive ist, dass sie manchmal halt auch Apfelsaft haben wollen. Das ist ziemlich cool. So. Ich weiß nicht, ob wir es noch ein Level machen können. Nee, jetzt nicht mehr. Gut, weiter. Nächstes Kapselmonster. Aber wir haben gerade ein paar mehr verbraucht, ne? Ja. Ja. Gut. Schön, ne? Okay. So, weiter können wir das jetzt nicht machen. Weil wir kein Geld mehr haben. Schön, ne? Schön. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, will ich das machen? Ja, wisst ihr was? Ich pausiere hier jetzt kurz das Video. Gleich. Und ich fahre mal ein wenig. Kirwan. Ja gut, Kirwan ist richtig. Ich komme nicht raus. So bitte. Danke, ja, ich fahre mir jetzt im Wasser ein bisschen Level und Geld zusammen. Wir sehen uns danach wieder.